So, weiter, weiter, machen wir gleich weiter. Denn was durch ist, ist durch. Willkommen zum großen Finale der diesjährigen Grid World Series. Unsere Fahrer haben sich bis zu diesem Moment ein Gewinne dieses Rennen. Dann bekommen wir so viel Aufmerksamkeit, dass mir schwindelig wird. Das ist meine Meisterschaft. Dafür sorge ich schon. Okay, Nathan, du weißt, was du zu tun hast. Holen wir diesen Sieg. Das erinnert mich gerade jetzt hier wirklich an Grid 2016. Also wenn Grid in Zukunft so auch so hingeht, so dass es halt mehr auf Story-Elemente gelegt wird, anstatt noch der Vorgänger mit einer normalen Karriere, würde ich Grid auf jeden Fall in Zukunft auch weiterkaufen. Auch wenn das Basisspiel es für mich nichts gekostet hat. Gegen PS Plus. Ich weiß gar nicht, ob wir im Grid 2016 überhaupt für Raiden fest gefahren sind. Damals. In Form von einer Story-Karriere. Die wir jetzt hier gerade nur kurz vor uns, sag ich mal, spielen.
So, ich glaube, da haben wir gesagt Grid. Grid 2 und dann der dritte Teil, dieser Grid Autosport, das kam mit auf den Namen. Und dann haben sie mit dem Reboot angefangen und dann mit Grid. Was ihr dann damals schon auf meinem Channel gesehen habt, mit Grid 2016. Ich glaube, ich habe es damals, glaube ich, Grid 4, glaube ich, genannt. Das soll ich sagen, unbedingt in Grid 4 2016 oder sowas. Was, der Original Grid Teil kam, glaube ich, damals 2007 oder so raus. Oder 2006. VIP-Einladungen. Sie sind mittlerweile ein Rennteam. Nate ist der Hauptfahrer und mit jedem seiner Erfolge wächst auch das Team. Sie gewinnen etliche Sponsoren. Was interessant ist, wir haben deutlich mehr Geld mit der Marke gemacht als mit dem Rennteam. Nates Gesicht ist auf jedem Cover, er gehört zu den A-Promis. Nach meinem ersten Titel hat sogar mein Steuerberater den Überblick über die Berge von Geld verloren. Was für neue Möglichkeiten haben sich dadurch für Sie ergeben? Ich habe zum Beispiel von einer wirklich sehr exklusiven Einladung zu einem Event gehört. Genau, ja. Das war so. So ein milliardenschwerer Autobesitzer hat mich zu einer exotischen Party eingeflogen. Unter der Bedingung, dass ich das teuerste Auto mitbringe, das ich besitze. Oder ich besitze. Nein, ich. Das war mein Auto. Sieh einer an! Es war ein Familienauto. Es bleibt in der Familie. Gib ihn Miami an. Wird er mindestens Dritter. Position nicht. Sie lieben es. Ja, schon verstanden.
Cody werden sich an mich erinnern. Wir gehören hier hin. Wollte ich gerade sagen, Miami, Bitch. Ich glaube, gesagt, im Grid 2016 sind wir, glaube ich, Ravenfest gefahren, bin ich der Meinung. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Für die, die es wissen, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Der bekannteste Name aller Ligen. Das ist die letzte Gelegenheit zu beweisen, wer wir wirklich sind. Elimination. Noch ein Feld mit atemberaubenden Autos auf den funkelnden Straßen von Miami. Ah. Das ist eine Strecke rückwärts, okay. Gut, heute fahren wir ein Ausscheidungsrennen. Wenn du aber zu früh ausscheidest, Nathan, scheidest du auch aus dem Leben. Ehrlich? Okay, super. Mach mal ein bisschen Show, Nathan. Was Besonderes. Relax ein bisschen, denn so schnell scheiden wir hier nicht aus. Hey, entspann dich. Du brauchst das Auto, um das Rennen zu beenden. Thank you.
Wahrscheinlich gibt es da Gold zu futtern oder so. Oh ja, ich hab Hunger. »2017. Sie gewinnen Ihre erste Meisterschaft und danach wieder und wieder und wieder. Aha. Dann vor 2 Jahren wird Lara Carvalho Teil des Teams und stellt Ihre Dominanz in Frage, richtig?« »Nein, nicht wirklich.« »Warum hat sie dann angeblich die Order erhalten, hinter Ihnen zu bleiben?« »Wissen Sie, im Rennen...« »Manche sahen damals Nates 5. Titel als ihren ersten an. Was sagen Sie dazu?« Wissen Sie, wenn sie es verdient hätte zu gewinnen, hätte sie gewonnen. Genau. Entscheidend ist, dass ich diese Saison fair gewonnen habe. Oh, hi, alle zusammen. Tut mir leid, ich war ein bisschen abgelenkt davon, dass wir im Finale der Grid World Series sind. Oh yeah! Jetzt geht's um die Bus. Wer darf heute die Krone mit nach Hause nehmen? Lara, du bleibst hinter Nathan, ja? Nathan ist der Star. Die Fans sind seinetwegen hier. Wenn du ihn überholst, schadest du unserem Image. Verstanden? Genau, Lara. Lass mich einfach machen, ja? Entspann dich. Die McCains werden den Sieg für das Team holen. Geh nach vorne, hol dir die Führung und halte sie. Du hast das schon mal geschafft. Ja, genau. Ich hab das schon mal geschafft. Also beruhige dich. Ich weiß, was ich tue. A la Kimi Räikkönen. Shut up. I know what I'm doing. Oh, nach Motto. Leave me alone. I know what I'm doing. Thank you.
Gewinnt seinen fünften Titel, Geschichte wird geschrieben. Egal, übrigens, und nicht, also vor all den Modifikationen, die er eingeführt. Unsere Zeit ist fast um. Ich habe noch eine hypothetische Frage. Sie beide kennen sich besser als sonst jemand bei Grid. Wenn ja. Sie jemals gegeneinander gefahren wären, wer hätte gewonnen? Natürlich ich. Ach komm, zu meinen besten Zeiten? Du hast mich doch noch nie besiegt. Vorletzten Sommer. Komm schon, das hast du nicht gewonnen. Moment, Sie sind ein Rennen gefahren und wissen nicht, wer gewonnen hat? Natürlich wissen wir das. Das war ich. Miami, Bitch. Okay, Leute, regeln wir die Sache ein für alle Mal. Der Gewinner darf angeben, der Verlierer zahlt das Essen. Hey, was zum Geier? Du hast mich gerammt. Ach ja, willkommen auf dem Grid, du Schneeflocke. Nennst du das fair? Hey, wenn mein Auto kaputt ist, verlange ich eine Wiederholung. Hör auf rumzujammern. Wir mussten uns mit viel schlimmeren Dingen rumschlagen, als ich noch Rennen fuhr. Heutzutage sind alle so empfindlich. Ich hoffe, du hast deine Kreditkarte griffbereit, Kleiner. Ich war mir so sicher, dass ich sie heute nicht brauchen würde, dass ich sie in die Buchhaltung gegeben habe, bis wir hier fertig sind. Na, hoffentlich geht die nicht verloren, wie sonst alles auch. Alter Mann, sieht aus, als hättest du Angst, auf faire Weise gegen mich zu fahren. Auf faire Weise? Ich würde dich mit geschlossenen Augen überrunden. Hört ihr zwei nie auf zu streiten? Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, wie du heißt. Blöd, der Kerl. Okay, ganz schön gemein. Du bist schon lange nicht mehr gefahren, was? Zu alt für die neue Generation? Ich könnte Kreise um dich fahren. Thank you.
euch nicht zu verletzen, ja? Hey, gute Arbeit. Wenn das jetzt geklärt ist, haben die Jungs in der Werkstatt vielleicht ein bisschen Ruhe. Aber eigentlich bezweifle ich das. Wir haben es überprüft und tatsächlich hat Nate an diesem Tag gewonnen. Habe ich ja gesagt, ich bin einfach der bessere Fahrer. unsere Zeit ist leider vorbei. Nate, Ryan, wie geht es für den McCain-Clan weiter? Nun... Wir müssen erst noch ein paar rechtliche Dinge klären. Wow, nein, du hast rechtliche Probleme und ich? Ich werde zu Grid zurückkehren. Ich werde ein neues Team finden. Ich werde meinen Ruf wieder aufbauen. Seit wann? Erwartest du, dass ich aufhöre? Das hast du mir nicht gesagt. Jetzt weißt du's. Da hören wir es. Nathan McCain hat mit Ravenwest abgeschlossen, nicht aber mit dem Rennsport. Weitere Details folgen bestimmt in der nächsten Saison, natürlich hier auf Grid TV. Frag die Fans, sie sind auf meiner Seite. Okay, wow, Checkst du es nicht? Klar. Sollen wir abbrechen? Ich meine, einfach in die sozialen Medien gehen und da so tun, als natürlich ob, kannst du das nicht, wenn du dein Alter wieder einfach. So langsam wird es armselig. Da kam unerwartet. Da also haben wir jetzt hier auch Ravenfest West abgeschlossen. So, und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke mich fürs Zugucken und wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn wir mit der Season 5 der letzten Story Season weitermachen namens Winter Bash.